Man hätte es einfacher haben können, wie vielleicht auch der FC Bayern, der dann eben weiter außerhalb gebaut hat. Aber Real Madrid will hier in der Innenstadt bleiben, wird hier in der Innenstadt bleiben. Das Bernabéu wird eine neue Gelddruckmaschine und ich bin schon sehr gespannt, wie es dann im Sommer 23 aussehen wird. Das, was ihr eben gesehen habt, war im November 22. Wir sind mittlerweile hier im Mai 23 und ich sag mal, man darf weiter gespannt sein, was hier auf der Baustelle noch passieren wird. Hola todos, ich bin Nils Kern von Real Total und freue mich, euch ein weiteres Stadion-Update-Umbau-Video zu zeigen. Schon unser fünftes und es wird nicht das letzte sein bei Real Total, denn die geplante Fertigstellung wurde ja schon verschoben von Winter 22 auf Sommer 23. Jetzt heißt es mittlerweile Winter 23, aber hey, keine Panik, der Sommer geht ja jetzt erst richtig los, auch mit dann der Sommerpause, wo noch viel mehr passieren wird. Für mich ist es so ein bisschen hier der Saisonabschluss in Madrid, deswegen wollte ich euch auf jeden Fall nochmal mitnehmen und ein paar Updates zeigen. Nicht nur hier außen, an der Außenfassade ist einiges passiert, speziell auch im Innenbereich. Da nehme ich euch jetzt mit rein. Wir fangen dann an mit der Tour Bernabéu. Die ist mittlerweile verlegt von der Südseite früher da hinten zur Ostseite da, das weiße Schild, da ist der Eingang. Also das schauen wir uns jetzt an. Vamos! Ja, ihr seht, so prunkvoll sehen die königlichen Heiligenhallen noch nicht aus. Das hier ist der neue Zugang jetzt eben zur Tour Bernabéu. Für mich auch neu, aber im Endeffekt spielt das alles eh immer auf der gleichen Ebene statt. Da hinten könnt ihr schon was erkennen. Ja, das ist der, müsste Rasen Nummer 5 sein in dieser Saison. Wurde mehr oder weniger einkalkuliert, dass eben in dieser Saison durch den Umbau, durch die Luft und die Platten unterm Rasen, weil der Rasen verschiebbar ist oder nach unten fahrbar ist, dass der Rasen öfter mal ausgetauscht werden muss. Ja, soweit der erste Eindruck. Wenn wir uns im Bernabéu ein bisschen was genauer anschauen, nicht nur den neuen Rasen, da fällt auf jeden Fall ganz oben was auf. Oh, guck mal, beim letzten Umbauvideo war hier eben noch, waren diese Pfeiler noch nicht drin. Das sind diese verschiebbaren Elemente für das Schiebedach, die nach links und nach rechts fahren können, um dann das Dach zu schließen. Andererseits natürlich, wenn es regnet, denn im Bernabéu waren die ersten 20 Reihen mindestens immer nass, wenn es geregnet hat. Und natürlich auch im Winter, um die Wärme drin zu halten. Hier hängen immer jede Menge Heizstrahler. Es kann auch sehr kalt werden im Bernabéu. Ansonsten so ein paar kleinere Elemente. Da hinten die Ecke, da seht ihr schon die neue Stuhlfarbe, es wird so ein neuer dunkelblauer Ton. Die Ecke war letztens noch zu. Hier in der Ecke wiederum, dort haben wir ja einen neuen Gangtunnel, wo dann auch Fahrzeuge ein- ausfahren sollen. Denn hinterm Tor, dort wo jetzt noch die beiden Kräne stehen, diese Straße nach unten, ihr wisst ja, das Spielfeld vom Bernabéu liegt so 5 bis 10 Meter unterm Straßenniveau. Das soll auch bald wegkommen, damit dann zu Beginn der neuen Saison dort die Grada-Fans wieder hinkommen, hinter das Tor direkt. Und was machen die Kräne da? Die hängen was Neues, Großes auf, worauf ich mich schon sehr freue. Das sind hier diese dreieckigen Elemente. Dort kommt hin die 360-Grad-Videotafel. Die sind jetzt erstmal nur hier hinten. Die müssen natürlich noch durch den kompletten Inner Circle hier von der Dachkonstruktion hin. Aber da merkt man schon, es geht voran. Und ich schätze mal, diese Aufhängung wird dann schon zu Saisonbeginn da sein, sodass du dann gar nicht mehr so viele Kräne hier im Innenbereich brauchst, damit dann eben da hinten die Fans sind. Und auch hier, ich meine, hier unter den Bänken, hier ist das Rasentiefregallager entstanden. Natürlich unterirdisch, dort wo der Rasen ein- und ausfahrbar sein wird. Also das so die ersten Dinge hier vom inneren Bereich. Ich gehe gleich mal weiter. Vom Spielfeld gehen wir jetzt mal weiter. Dann seht ihr auch mal ein bisschen so meinen Arbeitsweg. Denn wenn ich richtig liege, geht es jetzt auch hier in den gleichen Weg lang, wo auch wir Pressereporter nach den Spielen immer runtergehen in den Keller zu Pressekonferenzraum und Mixzone, wenn es denn mal eine gibt, was nicht immer so die Regel ist bei Real Madrid. Also da vorne sehe ich schon, die Tür kenne ich schon. Ihr seht auch generell, hier ist auch noch viel Spritzbeton. Und ja, es sieht halt noch nicht königlich aus. Es ist immer noch eine Baustelle. Hier gehen wir jetzt durch. Da unten seht ihr schon ein paar Bilder. Es ist immer noch eine Baustelle, es ist immer noch die große Herausforderung, hier umzubauen, nicht nur während des Spielbetriebs, sondern während du auch an jedem Tag im Jahr einfach jede Menge 1000 Tourbesucher hast. Hier sind natürlich die Europapokale von Real Madrid aufgelistet. Oh, kennt ihr auch den Kollegen? Und ja, da gehen wir auch schon immer hier runter zum PK-Raum. Da vorne kommt wahrscheinlich so eine kleine Fotostation an, hier nur ein paar normale Leute. Ja, und das hier ist jetzt schon der Pressebereich. Hier vorne der weiße Raum. Dort findet die Pressekonferenz statt.
Hier wird dann normal immer noch mal gescannt, sprich der Presseausweis noch mal gescannt. Da geht es noch mal rein. Und dann haben wir da vorne noch, Mixzone müsste jetzt schon hier um die Ecke sein, aber auch die ist irgendwie zugestellt. Da hinten wäre die Mixzone und jetzt muss man sich wieder anstellen für ein Foto machen. Da könnt ihr auch nochmal durchgehen, wenn ihr nicht Foto machen wollt, aber hier steht dann halt, irgendwie wird ein Spieler dazu ein Foto geschaut. Ich komme gleich dazu, ja, total. Ich zeige euch gleich mehr. Nach dem kleinen Museumsabschnitt geht's hier weiter durchs Bernabéu. Und als letzte Station geht's natürlich in den Fanshop. Und das war's schon wieder. So schnell ist eine Tour vorbei. Ich glaube, ich war nicht mal eine Stunde drin. Es ist natürlich aktuell super abgespeckt, die ganze Tour. Oh wow, das ist ein bisschen hell. Super abgespeckt, die Tour. Aufgrund der Umbauarbeiten normal. Früher bei der Tour war es auch oben bei einem Panoramablick. Hattest eine tolle Aussicht. Blick über Stadion war es natürlich auch unten in den Katakomben, in den Spielerkabinen, natürlich auch am Spielfeld dran, auf der Bank. Das wird auch alles wiederkommen. Und auch aktuell dieser kleine Museumsbereich mit den Pokalen, würde ich sagen, ist auch nur aktuell nur so ein Drittel von dem, was es war und auch was es sein soll. Dafür gibt es auch aktuell ein bisschen reduzierte Preise, wobei ich habe jetzt trotzdem irgendwie 18 Euro gezahlt und dabei den Madridista-Rabatt vergessen. Das wurde nicht so richtig angesagt, zeigt das. Real Madrid auch ein bisschen tricky gerne mal, aber die Preise blende ich euch ein. Gibt ja da verschiedene Preismodelle. Wir sind jetzt hier wieder draußen. Das ist eben hier wieder die Südseite, wo früher das Real Café war. Dort ist jetzt der Shop schon seit längerem drin. Hier war bis vor ein paar Monaten auch noch der Eingang zur Tour Bernabéu, aber auch die wird eben immer mal wieder verschoben, je nachdem, wo gerade am meisten gearbeitet wird. Hier selbst, das kann ich euch noch zeigen, die Außenfassade wächst natürlich weiter. Man sieht jetzt auch von der Außenfassade da hinten, die Nupsis gehen jetzt auch schon unten rum, also dass man nicht nur die an der Wand hat, sondern auch die nach unten gehen. Ansonsten natürlich trotzdem sieht es noch sehr nach Baustelle aus. Hier sind überall aktuell auch mal so eine Backsteinwand, was noch so durchscheint. Also immer noch sehr viel zu tun. Ich zeige euch noch ein paar andere feine Ecken. Wir kommen jetzt hier zu einer meiner Lieblingsecken, sage ich mal. Wenn wir über das Thema Architektur, Form des neuen Stadions reden, schaut mal hier an, wie sich hier so langsam mehr und mehr diese Ecke, diese Kurve da so rausdrückt. Das sieht doch irgendwie ganz geil aus, oder? So vom Bernabéu. Und da wird halt noch mehr kommen. Auch da oben auf dem Dach wird es noch mehr diese Rundungen haben. Das wird schon alles noch einen einheitlichen Blick haben. Auch diese Lücken werden bald geschlossen. Hier auf der Seite ist schon eine Lücke letztens geschlossen worden. Da war ich noch dabei. Also es wächst weiter. Ja, es ist noch viel zu tun, aber man erkennt schon immer mehr. Und auch hier eben ist die Fassade schon oder sind diese Lamellen schon da. Also es sieht weiter nach mehr aus. Ich kann es kaum erwarten, bis es dann endlich fertig ist. So, Ola, einiges habt ihr schon gesehen. Wir sind jetzt hier noch an der Nordseite. Ein bisschen was will ich euch noch zeigen. Unter anderem auch oben so am Dach, dass auch dort schon mehr und mehr Fassade, Lamellen entsteht. Oder auch hier an der Nordseite auch noch ein bisschen Dachkonstruktion entsteht. Wir gehen auch ein bisschen noch mal weiter unten. Dort sehen wir zumindest auch nicht nur die Fassaden, die schon so in den Innenbereich gehen, wie auch immer man das nennen will, sondern auch, dass schon die ein oder andere Backsteinwand schon verputzt wird oder dass einfach vor dem Beton schon irgendwie eine Verkleidung dazukommt. Also dort entsteht mehr hier unten.
Außenbereich ist viel los. Ab und zu hämmert hier auch mal noch ein Kranrummel. Du hast sehr viele Fahrzeuge, die hier ein- und ausfahren. Hier wird einfach seit 2019, ist hier Rambazamba angesagt, hunderten Arbeitern jeden Tag. Und das ist einfach die große Herausforderung. Erstmal, dass du einen Neubau hast und nicht nur einen Umbau, ist schon mal machst du ein bisschen schwieriger, deswegen auch 800 Millionen Euro teuer, dass es alles hier mitten in der Stadt ist. Also du bist hier genau im Epizentrum, wo Leute wohnen, arbeiten, jede Menge Touristen jeden Tag, die dann auch irgendwie die Gabelstapler aufhalten, was auch immer. Und natürlich auch während des Spielbetriebs, also alle 6-7 Tage muss hier alles erstmal wieder zurückgefahren werden, die Kräne und die Fahrzeuge und natürlich auch das Baumaterial, damit ja alle Leute sicher zu ihren Eingängen kommen und dann in der Nacht darauf wieder alles zurück. Also das ist immer ein Riesenaufwand hier. Das ist die Herausforderung, deswegen kostet es eben 800 Millionen Euro und ja, soll dann eben bis Winter 23 fertig werden. Zumindest Stadion, Innenbereich, alles drumherum hier, die Straßen sind komplett runtergerockt, dort wird auch noch viel passieren. Die Metrostation wird auch noch in den nächsten Jahren umgebaut, dort soll es eine direkte Verbindung zum Flughafen geben, was ich ziemlich cool finde. Hinten an der Ostseite, dort wo das Esquina del Bernabéu stand, das alte Shoppingcenter, dort wird noch eine Parklandschaft entstehen. Ich weiß nicht, wie es um das Parkhaus darunter steht, also es gibt immer noch viel zu tun, wie ich immer sage. Und dann wird das jetzt vielleicht auch nicht das letzte Video von uns gewesen sein hier rund ums Bernabéu, also abonniert gerne unseren Kanal. Like das Video natürlich, hinterlasst einen Kommentar, ob ihr schon hier wart, ob ihr euch freut, so wie das Bernabéu werden wird, denn das wird galaktisch, es wird eine Gelddruckmaschine, die 360 Tage im Jahr aufhat und das nicht nur durch Bars, Restaurants, sondern eben auch andere Veranstaltungen, die du durch den runterfahrbaren Rasen, dass du dort Konzerte, Fashion-Shows, Messen, Basketball und andere Dinge veranstalten kannst, das wird besonders. Also danke für eure Aufmerksamkeit, Kanal abonnieren, Kommentar da lassen und jetzt Salut, Hala Madrid!